Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Ja, ich bin der Dragoard und wir spielen hier mit Corvo, beziehungsweise wir sind hier mit Corvo in der Nähe von diesem schicken Anwesen hier, wo wir, Lady Boyle ein wenig umbringen sollen. Klingt lustig, ne Leute? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis vorab, falls ich mich ein bisschen seltsam anhöre. Ja, ich habe mich mal wieder irgendwo angesteckt. Ich weiß auch ganz genau, wo. Allerdings, es spielt keine Rolle, wo ich mich angesteckt habe. De facto ist es mal so. Ich hoffe mal, dass ihr mich trotzdem versteht. Aber wundert euch nicht, dass ich halt momentan ein bisschen seltsam klinge. So, da unten ist eine Rune. Die will ich natürlich haben. Die Frage ist, wie kommen wir da hin ohne Probleme? Da ist ein Tallboy. Wir könnten eventuell da hochnehmen. Wir könnten eventuell hier hinten runter irgendwo und dann darüber. Ich denke mal, darüber, da hoch und dann hier lang und dorthin. Ich denke mal, das werden wir auch machen. Das Problem hier an der Sache ist allerdings, dass der Tallboy, ich vermute einfach mal, dass er uns sehen kann, wenn wir uns hier unten aufhalten. Also, wenn er dort in der Nähe ist. Deswegen ein bisschen aufpassen. Wir warten, bis er da vorne ist. Und dann beeilen wir uns einfach mal. So, zack, einmal hier. Der uns jetzt sehen kann, ne Leute? So, wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier? Okay, hier ist der Windstoß übrigens. So, da ist eine Leiche. Vielleicht sollte man mal aus dem Sichtfeld gehen. Ansonsten ist hier nichts weiter. Okay, alles klar. Zerstoßener Kristall. Heilkräuter nehmen wir mit. Der Bezirk der Anwesen. Okay, da schauen wir gleich rein. Schaut mal das Bild hier. Sieht ja richtig genial aus. Also nicht das Bild selber, sondern hier, schaut mal, die Struktur. Die Struktur. Ich finde das so gut gemacht. Das Spiel hat keine so hohen Anforderungen, ja. Und trotzdem sieht das so genial aus teilweise. Teilweise, weil, ja, wie man hier sieht, ne, nicht alles sieht so überragend gut aus. Aber das, ganz ehrlich, Leute, in meinen Augen tut das dem Spiel keinen Abbruch, denn letzten Endes, es sieht richtig, es spielt sich richtig, richtig gut, so rum. Ne? Also bis hierhin kann ich dem Spiel eigentlich nur Komplimente machen, was das angeht. Und ganz ehrlich, ihr kennt es ja von mir, Grafik ist nicht alles. Ne? So, der Bezirk der Anwesen, wir schauen mal rein. Auszug aus einem historischen Überblick des Bezirks der Anwesen. Der Bezirk der Anwesen beherbergt einige der mächtigsten Familien in ganz Dunwall und ist seit Generationen eins der Kronjuwelen der Stadt. In keinem Bezirk gibt es feinere Restaurants oder mehr kulturelle Veranstaltungen. Keine Familien sorgen für mehr Bewunderung oder Tratsch als die Lords und Ladies des Bezirks der Anwesen. Der verstorbene Lord Boyle und seine liebreizende Frau sind vielleicht das beste Beispiel für diese privilegierte Bürgerklasse. Ihr jährlicher Kostümball ist Gesprächsthema Nummer 1 in der High Society. Wenn die eine oder andere Familie nicht auf der Gästeliste steht, sorgt das für Unruhe in ganz Dunwall. Aber die Boyles leben nicht nur für den Genuss. Mehrere Male haben sie großzügigerweise arme Arbeiter aus anderen Bezirken der Stadt ein, zwei Wochen lang für Garten- oder Hausarbeiten angestellt und so denen, die es am nötigsten haben, lebenswichtige Arbeit verschafft. Voll von Geschichten sah der Bezirk der Anwesen auch manchen Kummer, wenn Vermögen gewonnen worden und wieder zerronnen. Nehmen wir den großen Lord Preston Moray und seine exzentrische Frau Vera, einst der Stolz der Stadt, dann wurden sie von einer Tragödie heimgesucht und verloren alles. Von Kanälen durchzogen und mit großen Häusern geschmückt, die langjährige Steuervergünstigungen genießen, ist der Bezirk der Anwesen ein Ort, nach dem wir alle streben sollten. Ja, das ist schon klar, ne? Also, ich meine, klar, wenn es darum geht, wenn das jetzt hier die Regel wäre, dass tatsächlich auch die reichen Leute dann auch, auf gut Deutsch gesagt, die armen Schlucker dann irgendwo auch, unter ihre Fittiche, was heißt unter die Fittiche vielleicht nicht gerade, aber denen auch helfen, fände ich das gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber ansonsten, bloß ein Maskenball, das ist, Leute, das ist Pilleballe, ja? In meinen Augen zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich empfinde das so, das ist nichts, was der Mensch unbedingt braucht. Und ich muss hier gerade mal kurz schauen, ob da unten jemand drin ist. Sieht nicht danach aus. Deswegen, zack, wir haben uns, sag mal. Alter, Alter. Ja, alles klar. Ach, guck mal. Okay, okay, okay. Was? Wo kommst du her, mein Freund? Ich frag mich gerade, warum treffe ich den nicht, Leute? Warum treffe ich den nicht?
So, wir nehmen die Arme. Das war's mit dir. Vorsichtig. Nein, das ist gerade keine gute Situation, in der ich hier bin. Ich brauche mehr Männer. Okay, alles klar. Das ist nicht so gut. Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir natürlich nicht. Kommen wir da vielleicht hoch? Dass wir vielleicht abhauen können. Abhauen, abhauen, abhauen. Ja, ich weiß, der ist da unten. Der ist da unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so geht es eindeutig nicht, Leute. Das war mal wieder, ja, ein Schuss nach hinten. Und ganz ehrlich, mich wundert es nicht unbedingt. Mich wundert es nicht unbedingt. So, hier irgendwo muss aber jetzt erstmal die Rune sein. Die werde ich mir als allererstes mal holen. Ich hoffe mal, damit mache ich keinen Fehler. Halt. Einmal da. Und dann sehen wir da unten irgendwo. Alles klar. Dann holen wir uns die doch mal. So, zack. 2 von 3 Runen haben wir gefunden. Sehr schön. Klar, dann gehen wir natürlich hier raus und schauen erstmal, wo wir als nächstes hin müssen. Dort ist die Feier der Boils. Dort ist das eine Knochenartefakt noch und ansonsten haben wir hier eigentlich alles. Okay, Leute, sollen wir mal versuchen, so einen Tallboy auszuschalten? Ich weiß nicht, ob es klappt, ne? Im schlimmsten Fall darf man die ganze Mission nochmal machen. Beginnt quasi mit dem Anfang dieses Parts. Den ich versuche ja immer zwischendurch entsprechend alles hochzuhalten. Leute, sollen wir das mal versuchen? Mal, kann ich da nicht hoch? Da kann ich hoch. Da kommen wir da hoch irgendwie. Ne, da kommen wir natürlich nicht hoch. Wie können wir das jetzt am besten machen? Vielleicht damit? Stehen, Kumpel. Ah. Oh Gott, das war nicht so toll. Das war nicht so schlau. Hier ist niemand. Hier ist gar niemand. Dreh dich um. Geh weg. Geh weg, mein Freund. Geh weg. Hier ist niemand. Eigentlich sollte man es ja nicht machen, aber ganz ehrlich. Was hält uns davon ab? Ja, eigentlich schon, die Möglichkeit, dass wir danach mehr Chaos veranstalten, als wir das sollten. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo geht der hin? Warte mal, wie war das? So kann man auch natürlich, ja. Alles klar, das muss man auch erstmal wissen. Okay, das ist vielleicht dann doch. Wie kriege ich denn überhaupt Platz, Leute? So, okay, 11 haben wir noch übrig von den, Bolzen. Schauen wir doch mal, kriegt man denn von ihm was? Beute nehmen, Brandbolzen und Armbrustbolzen, alles klar. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass uns das jetzt so viele Vorteile bringt, aber auf der anderen Seite, wir wissen zumindest mal, dass wir die platt kriegen mit einer entsprechenden Menge an, Munition. Dem Fall hier an Bolzen, denn das ist ja irgendwo die Möglichkeit schlechthin, die Sachen auch leise zu erledigen. Also die Gegner, die Wachen leise zu erledigen. Okay, die Frage ist, wo gehen wir am besten lang? Da hinten ist jemand im Licht und ich frage mich, ob hier jetzt noch irgendwelche Wachen sind. Oder ob wir das ausschalten können. Ja, Nachtsicht, die beenden wir mal.
Denn nichts wäre schöner, als das hier auszuschalten. Ich weiß nicht, der hier ist... Ich glaube, der ist von den Wachen festgenommen worden oder festgehalten worden. Kann das sein? So, was haben wir denn hier? Ja, da kann man nichts machen, oder was? Oh, da kann man offenbar nichts machen. Hm. Interessant, interessant. Das auf jeden Fall. Was ist mit hier? Jemand soll Hilfe holen! Okay, dann nehmen wir ihm das Zeug ab. Das soll mir jetzt auch wurscht sein in dem Moment. Ach je, oje, oh oje, oh oje. Oh. Also mal so eine Sache, jemand zur Hilfe holen. Ja, ich bin doch hier, um zu helfen. Und was machen die? Ja, jemand zur Hilfe holen. Hier ist keine Wache mehr in der Nähe, mein Freund. Keine Wache, die dir helfen kann. Okay, Leute, aber nichtsdestotrotz. Moment mal, hier wären wir auch rausgekommen. Ach so, ja, okay, alles klar, alles klar. Dann können wir ja jetzt mal schauen. Zack, da drüben müssen wir hin. Vielmehr, da drüben wollen wir hin. Da ist der Tall Boy. Da müssen wir irgendwie versuchen vorbeizukommen. Und da unten ist eine Wache, sehe ich gerade. Alles klar schon. Alles klar schon. Dann versuchen wir es. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Hm, der Tall Boy ist da. Dort sind die Wachen. Oder sind sie weg? Ich glaube, die sind weg, die Wachen, ne? Ist keiner. Okay, hier ist auch keiner. Hm, seltsam. Ich frage mich tatsächlich, wo die gerade alle hin sind. Ich meine, das werden doch nicht alle Wachen gewesen sein, oder? Es will, sagen wir es mal so, es würde mich wundern, wenn das alle Wachen gewesen wären. Weil letzten Endes, wenn es so ist, dann ist es halt so. Dann kannst du halt nichts machen, ne? Aber... Es wird mich tatsächlich wundern, bei so einer Feierlichkeiten und gerade bei dem, was jetzt hier die letzte Zeit los wäre, war hier in Dunwall, dass sie dann so wenig Wachen einfach mal nur, ja, mehr oder weniger aufgestellt haben, die uns entsprechend, aufhalten sollen. Okay, da oben müssen wir hin. Kann man ja von da hinten lang. Da hinten lang, da oben rüber vielleicht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das auf jeden Fall, das ist, ist auf jeden Fall mal die große Schleuse. Ich weiß noch nicht, ob wir da irgendwo lang kommen. So, das nehmen wir auch noch mit. Dann ist hier nichts weiter. Okay, interessant. Interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier auf der anderen Seite auch noch weitergeht. Schaut mal, kommen wir da irgendwie lang? Vielleicht, wenn wir hier irgendwo einen Hebel betätigen oder irgendwas. Was haben wir hier? Obey the City Watch, ja. Obey. Ja, vermeide die Stadtwache oder was? Tampering with security devices is punishable by death. Ja. Also keine sicherheitsgefährdenden Geräte mitnehmen. Also kann man das grob übersetzen. Wir könnten eventuell... Nee, können wir gar nicht. Wenn wir da runter gehen, dann sind wir unten. Da kommen wir nicht mal hoch von der Seite. Dann müssen wir wieder vorschwimmen. Und hier hinten geht es wahrscheinlich auch nicht lang. Nee, da geht es auch nicht lang. Hm. Naja, haben sie sich mal schön eingekerchert. Die netten Adligen hier. Na gut, ich weiß ja nicht, ob sie alle Adlige sind, aber es lässt sich zumindest mal vermuten. Weiß ich nicht. Können wir da jetzt, wenn wir... Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht. Vermutlich eher nicht, aber vielleicht kommen wir ja mit dem da hoch. Hätte ich vielleicht vorher mal ausprobieren können. Zack. Nicht fallen, Corvo. Ne, da kommen wir gar nicht hoch. Das ist doch ein bisschen zu hoch, ne? Da hätte man den anderen Skill nutzen müssen, glaube ich. Also wenn die jetzt unten wäre, dann könnten wir da oben wahrscheinlich rüber. Ich weiß es nicht. Also Leute, ihr könnt es mir gerne im Anschluss, wenn wir jetzt hier doch mal durch sind, könnt ihr mir im Anschluss gerne mal sagen,
ob man da oben, ob man das Ding hier irgendwie runterkriegt. Ich vermute einfach mal ja, aber ich finde es halt gerade im Moment nicht. Vielleicht geht das auch noch von der anderen Seite aus und wir müssen das Ding vielleicht dann doch wieder öffnen, weil es dann zugeht zwischendurch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall seltsam. Hm. Von hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht ran. Nehme ich mal an. Nee, das ist auch zu hoch. Das ist, aber hier kommen wir rüber. Alles klar, alles klar. Okay, dann brauchen wir das halt gar nicht. Ich hätte jetzt halt nur gedacht, wir müssen da oben irgendwie lang. Oder können zumindest da oben lang. Ich meine, ich hätte mich natürlich wohler gefühlt, wenn wir auch da oben tatsächlich auch lang gekommen wären. Aber, ja, was nicht ist, ne? So, da unten ist Samuel übrigens. Nee, der ist gar nicht mehr da. Alles klar. Okay, ja, schon die Wache. Da ist der Tallboy, da ist die Wache. Okay, der geht schon woanders hin. Die Frage ist halt, ohne dass der uns entdeckt, wie kommen wir da lang? Hier ist niemand, hier ist niemand. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Gott, mal über diesen, den sicheren Weg. Und warten, bis der nette Tor. Warum? Warum kommst du hier hin da? Oh Gott, der ist verdammt nah, Leute. Aufpassen, hier schleicht sich jemand herum. Ah ja, hier schleicht sich jemand herum. Hast du schön erkannt, mein Freund. So, und jetzt? Gott, wo packen wir den denn am besten hin, ohne dass der entdeckt wird? Da ist... Okay, alles klar. Liebe Ratten, lasst mich in Ruhe. Einfach mal hier rein. Okay, ist hier irgendwas? Ja, tatsächlich. Und dann, ich will es eigentlich wieder zumachen. Hallo? Okay, dann machen wir es halt nicht zu. Lass mal. Lass mal das halt offen. So. Okay, noch ein Weiner. Das ist aber gar nicht schön, Jungs, dass ihr da vorne so einfach mal rumsteht. Wo müssen wir überhaupt hin? Da oben, Knochenartefakt. Ich weiß nicht, da vorne ist da irgendwas. Das ist halt oft die Frage, ne? Ich glaube aber eher nicht. Ey, 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 ey. Da. Hallo? Was ist das denn? Sind wir jetzt mit irgendwas? Warum? Wo? Kann mir mal einer verraten, wo die alle herkommen? So. Oh je. Leute, Leute, Leute. Das ist... Nee, das ist, war jetzt gerade nicht so schlau, glaube ich, hier vorne hinzugehen. Wir hätten uns vielleicht erstmal umschauen sollen, wer hier noch ist. Und vor allem bin ich mir nicht so sicher, ob wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Chaos ausgelöst haben. Klar, ich bin mir nach wie vor nicht so sicher, ob das überhaupt wirklich tatsächlich einen großen Unterschied bei diesen Weinern hier macht, aber... Ja, toll ist es trotzdem nicht. So, Mr. Watch, wir tun jetzt einfach mal mit der Nachtsicht nochmal schauen, ob... Ja, jetzt sehen wir wieder nichts hier, ne? Okay, dann gehen wir trotzdem weiter hier hoch. Da ist die Fire Tapult. Fenster mit Zeitungen, mit vollgepackten Zeitungen wohlgemerkt. Sind die jetzt alle von hier oben nach unten gestürmt? Ich meine, das lässt sich bald vermuten bei der großen Anzahl. Drei haben wir gesehen, Leute. Lediglich drei haben wir gesehen. Nicht mehr. So, hier schauen wir mal rein. Sie
hier denn? Ja, zumindest mal ist da Walöl. Und dann packe ich dann doch nochmal kurz das jetzt raus. Und dann schaut mal, Knochenartefakt 13 Meter. Alles klar. Und offenbar auch keine Weiner mehr anwesend hier. Okay, dann lasst uns hier das Artefakt rausholen und dann verschwinden. Und hier haben wir es. Knochenartefakt. So, schauen wir doch mal. Zähe Haut. Deine maximale Gesundheit wurde leicht erhöht. Ja, sehr schön. Dankeschön dafür. Das ist natürlich etwas, wo ich echt überlege, das könnte man eigentlich verwenden. Ja, starke, du kannst andere Personen schnell erwürgen. Ist eigentlich ganz, ganz praktisch, wie wir gesehen haben vorhin. Nahrung bringt dir etwas mehr Gesundheit. Das ist auch ganz gut. Sanfte Berührung. Das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das nehmen wir raus und dafür nehmen wir die zähe Haut rein. Das ist ja offenbar etwas, was ich jetzt mittlerweile dann doch gebrauchen könnte. Ja, 2 von 2 Knochenartefakten gefunden. Hier ist übrigens, zack, Sokolovs Elixier. Nehmen wir mit. Kann man hier raus? Ja. Okay, ist hier denn sonst noch irgendwas? Das sieht man nicht danach aus. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich hier alles und können jo, uns zu Feuer aufmachen. Also was heißt alles, ne? Also zumindest in der Hinsicht, was Runen und Artefakte angeht. Ich verspreche natürlich nie und nimmer, dass ich überall die Münzen finde, Gemälde und was weiß ich nicht alles. Das kann ich nicht versprechen. Ne? Da ich schon mal gar nicht weiß, wo das alles ist. So. Und jetzt schaut mal, wo wir sind. Schaut mal, wo wir sind. Da unten ist diese Lampe, die nicht an ist. Da ist diese Gasse, wo wir reingelaufen sind. Und ja, wo die Ratten quasi hergekommen sind. Die Frage ist, können wir das irgendwie zu unserem Vorteil nutzen? Können wir da hoch? Nee. Es würde mich wundern, wenn es so wäre. Ah, vielleicht könnten wir auch da hoch. Tut mal. So, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Und hier. Okay, da kommen wir aber nicht hoch. Oh Gott. Aber da kommen wir hin. Schaut mal. So, neutrales Gebiet erreicht. Versuche unterzutauchen. Ja, natürlich. Ja, Missionshinweis. Die Feier findet auf neutralem Boden statt. Mische dich gut unter die Gäste. Leute, wir versuchen das natürlich. Aber wisst ihr was? Da wir diesen neutralen Boden jetzt erreicht haben, würde ich sagen, wir setzen an dieser Stelle einen Cut, weil von der Zeit her passt es perfekt. Vom Abschnitt her passt es auch perfekt. Dann seht ihr Lord Shaw. Dem sollen wir ja, genau, von Lord Pendleton die Notiz geben, beziehungsweise den Brief geben, und das werden wir beim nächsten Mal direkt machen. Also Leute, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Ja, wenn nicht, genau, das ging dann ein Däumchen nach unten. Und ansonsten, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, teilt den Link zum Video. Vor allem, wenn ihr es richtig geil fandet, schaut vielleicht auch mal bei den anderen Projekten bei mir vorbei. Vielleicht ist ja doch das ein oder andere noch bei mir dabei, was euch gefallen könnte. Ansonsten könnt ihr auch fleißig kommentieren, wenn ihr wollt. Ja, vielleicht auch zu den Geschehnissen hier, wie ihr sie seht. Vor allem auch dieses Feuerwerk, was sagt ihr denn dazu? Überhaupt das... Ja. Mache ich auch übrigens jeden Abend, mich mit meinen Freunden auf Whisky und Zigarren treffen. Macht absolut Spaß. Ja, aber... Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Nein, was sagt ihr denn so dazu, dass hier quasi die Adligen hier, während die Seuche da draußen graviert, sich hier treffen und feiern, ja? Ich meine, ich finde es unter alle Sau, auf Deutsch gesagt, man will hier tatsächlich etwas verkaufen, für gut verkaufen, was irgendwo dann eigentlich nur dem Egoismus und dem Spaß, dem eigenen Spaß dient und mehr nicht. Ja, meine Meinung. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben, wie gesagt, ne? Ansonsten folgt, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter für die neuesten Informationen, falls ich was ändern sollte. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!